Studienleuten, die sich gerne Musik anhören, Videos ansehen, Musik runterladen, Videos runterladen. Wenn ihr das sagt, okay, das interessiert mich, dann hätte ich jetzt eine ganz interessante Software für euch. Ganz kurz zu mir, ich bin der Christian und ich habe mir vor einiger Zeit immer gedacht, ich hätte gerne eine Software, wo ich wirklich Filme aufnehmen kann, auch Filme bearbeiten kann oder Musik aufnehmen und Musik bearbeiten. Diese Software habe ich jetzt gefunden und zwar heute geht es um Audials Media Raptor. Audials Media Raptor, das ist ein Bereich von Audials One, ist auch als eigenständige Software erhältlich und das schauen wir uns kurz an. Wenn ihr vorhabt, ein Video aufzunehmen, zum Beispiel ein YouTube-Video, gibt es bei Media Raptor verschiedene Auswahlbereiche. Zum Beispiel könnt ihr Internet-Medien-Dateien, wenn ihr hier draufklickt, wird alle Internet-Medien werden sofort aufgenommen, die ihr beim Surfen habt. Zum Beispiel ihr geht auf YouTube, dann wird automatisch alles auf YouTube aufgenommen. Stoppen wir jetzt wieder. Dann gibt es die Funktion Video vom Bildschirm, also ihr sagt, okay, ihr möchtet jetzt ein konkretes YouTube-Video zum Beispiel aufnehmen oder ihr könnt eine Tonaufnahme machen ohne dem Lied, also eine Liedtrennung dazu. Das ist eben die Funktion von Media Raptor und zusätzlich könnt ihr das Ganze dann auch konvertieren. Die Datei, was runtergeladen wird, könnt ihr sagen, okay, ich möchte die Datei als MP3 speichern oder es gibt auch andere Formate, zum Beispiel iPhone-Format und so weiter oder in eine optimierte Datei, damit man das im Nachhinein auf eine DVD auch brennen kann. Wir schauen uns ganz kurz die Funktion Video vom Bildschirm an. Wenn man da draufklickt, kommt eine Frage, wollen Sie einen automatischen Modus auswählen oder einen manuellen Modus. Wir gehen jetzt mal auf den automatischen Modus und dann seht ihr im Prinzip schon, kann man hier schon auf Start drücken. Vorher muss man natürlich im Prinzip das Video sich suchen. Ich habe da ein Video vorbereitet. Ja, dann drückt man einfach hier auf Start. Dann dauert das wenige Sekunden und dann ist es schon auch bereit. Man braucht eigentlich dann nur mehr das Video starten. Ja, und das ist im Prinzip schon die Kunst. Ihr seht ja den rot umrandeten Bereich und dieser rot umrandete Bereich ist der Bereich, was aufgenommen wird. So, man kann dann hier noch die Zeit einstellen, wie lange aufgenommen wird. Oder eben gar nichts einstellen. Da stoppen wir jetzt wieder mal ganz kurz. Dann wird die Aufnahme finalisiert. Und dann machen wir wieder kurz das Programm auf. Hier seht ihr, ich habe eine Testversion benutzt, damit ich euch das präsentieren kann. Aber man kann die Testversion im Prinzip 30 Tage lang testen. Wir gehen jetzt hier weiter. Und dann sieht man hier schon dieses Video, was ich vorher aufgenommen habe. Das kann man sich dann auch nochmal anschauen, wenn man möchte. Hier seht ihr das. Also wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen, das Programm. Das schließt man jetzt wieder. Das ist die Funktion von Media Raptor. Dasselbe gibt es natürlich bei der Musik. Und ihr könnt das Ganze jetzt auch noch konvertieren. Zum Beispiel in andere Formate. Hier braucht ihr dann im Prinzip nur die Dateien auszuwählen, wo was gespeichert ist. Und dann könnt ihr auch das schon konvertieren. Gut, ich würde empfehlen, schaut euch die Demo-Version zu dieser Software an. Wie kommt ihr zu dieser Demo-Version? Hier geht ihr auf die Internetseite softwaregigant.com. Da gebt ihr zum Beispiel als Suchbegriff Media Raptor ein, dann wird hier gesucht und dann seht ihr schon die Software Audials Media Raptor, könnt ihr dann ganz einfach anklicken und da ist das Produkt auch noch ein wenig erklärt in diesem Vergleichsportal und hier könnt ihr euch auch die Demo-Version runterladen. Von Software Gigant gibt es auch noch ein Offline-Tool, das könnt ihr auch kostenlos runterladen unter Software Searchtool.com.
Es ist sehr einfach zu runterladen. Klickt einfach auf Free Download. Und schon könnt ihr euch das runterladen. Ich habe das auch im Vorhinein jetzt schon gemacht. Das ist dieses Tool hier. Gebt zum Beispiel wieder Media Raptor als Begriff ein. Und somit seid ihr auch schon wieder auf diesem Suchportal, was wir auch vorhin im Vorhinein schon gesehen haben. Ja, ich hoffe, ich habe euch einige Informationen geben können. Ich hoffe, ihr habt noch Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, diese könnt ihr auch unter der oben eingeblendeten Fanpage stellen. Und ich sage einfach schönen Tag noch und bis zum nächsten Video.